Oh, du bist ein Glückspilz. Wer ist da? Du glücklicher, glücklicher Schurke. Was? Du musst ja der Liebling vom Gefängniswärter sein, was? Was meinst du damit? Du hast ihm wohl ein paar Kröten zugesteckt, hä? So ein Blödsinn, du hast doch gesehen, wie er mir ins Gesicht gespuckt hat. Oh, was würde ich darum geben, wenn mir mal einer ins Gesicht spucken würde? Oh, manchmal hänge ich jedes Nachts und träume davon, dass mir einer kräftig ins Gesicht spuckt. Das ist aber nicht gerade freundlich, sie hat mir Handfesseln angelegt. Was, Handfesseln? Oh, meine Vorstellung vom Himmel ist es, einmal in schöne Handfessel gelegt zu werden, und sei es nur für ein paar Stunden. Sie müssen wirklich glauben, die Sonne scheint aus deinem Hintern, Jürgchen. Lass mich doch zufrieden, das war kein Spaziergang. Kein Spaziergang, dass ich nicht lache. Ich hänge hier schon 5 Jahre und erst gestern habe ich richtig rum aufgehängt. Also komm ja nicht mit sowas, ja. Na gut, na gut. Ich glaube, die müssen dich für den allmächtigen Herrgott halten. Was werden die wohl mit mir machen? Oh, du kommst bestimmt mit Kreuzigung davon. Was, Kreuzigung? Ja, ohne Vorstrafen. Ich komme davon mit Kreuzigung? Ja, das Beste, was die Römer jemals für uns getan haben. Was? Oh ja, wenn es die Kreuzigung nicht gäbe, wäre dieses Land in einem solchen Zustand. Wärter! Nagelt die Brut ans Kreuz, sag ich. Wärter! Nagelt die Vernunft in das Volk. Was willst du? Ich möchte in eine andere Zelle verlegt werden. Ha. Oh, sieh dir das an, verdammte Günstlingswirtschaft. Halt die Klappe, du! Verzeihung. Tja, lieber mein Fall. Vor 5 Jahren haben sie mich hier oben aufgehängt und jede Nacht nehmen sie mich für 20 Minuten runter. Dann hängen sie mich wieder auf, was ich eigentlich für sehr fair halte, wenn man meine Tat bedenkt. Und wenn schon nichts anderes, so hat es mich doch wenigstens Respekt vor den Römern gelehrt. Und es hat mich gelehrt, dass man es nie zu etwas bringt in diesem Leben. Es sei denn, man sei bereit, ein anständiges Tagewerk zu leisten. Für eines anständigen Tages. Halt endlich die Klappe! Pilatus will ich sehen. Mich? Komm schon. Pilatus? Warum soll er mich sehen wollen? Ich glaube, er will wissen, wie rum du gekreuzigt werden willst. Ein guter Centurio, der gefällt mir. Halt die Klappe! Nun, Entschuldigung. Eine tolle Rasse, diese Römer. Ja, wirklich schneidig. Ja.